Hallo und willkommen zu einem neuen Spiel und zwar Project Hi-Rise. Wie erwähnt, spiele ich einmal die Woche irgendwas anderes und heute ist es halt der Hochhaus-Simulator 2020, obwohl das Spiel ist schon ein bisschen älter. Wir beginnen mit Tutorial und gucken einfach mal an, was uns erwartet. Erste Bau. So, ich glaube, ich habe das Ding schon mal auf dem Tablet gespielt, aber schon, wenn dann schon ein bisschen länger her. Hallo, Sie müssen der neue Architekt sein. Willkommen, wie bitte? Sie sind das erste Mal auf einer Baustelle, sagen Sie? Also dann bin ich hier der Bauleiter. Ich helfe Ihnen schon auf die Sprünge, Chef. Als erstes zeige ich Ihnen mal alles. Okay. Das ist, wie man alles benutzt. Q und E, rein und raus. Oh. Wie hoch kommen wir eigentlich? Ja, könnte reichen. Lassen Sie uns dort ein neues Büro bauen, um unsere Mieteinnahmen noch ein wenig zu steigern. Wie viele Mieteinnahmen haben wir denn eigentlich? Das sieht man jetzt gar nicht, ne? Wir haben zumindest 10.600 plus Barmittel, so wie es hier heißt. Und wir sollen jetzt ein neues Büro bauen. Büro Stufe 1. Ach, da oben rein, da ist sogar noch Platz. Okay, cool. Mit Rechtsklick verlassen Sie den Ablagemodus. Klicken Sie auf das Büro. Achso, und dann gibt es drei Versicherungsbüros, die da rein wollen. Wollen Stromanschluss und erwartet Kopierservice. Haben wir, glaube ich, noch nicht, wenn das Gesicht unten ist. Was ist das? Wartungsraum? Wartungsbüro, Konstruktionsbüro, okay. Ah, die bewegen sich jetzt auch mal. Sehr gut. Reden wir in der Zwischenzeit über die Spielgeschwindigkeit. Okay. Ich sag mal so, ich muss ja nicht unbedingt alles vorlesen. Manche Sachen ergeben sich ja auch ein bisschen. Und je nachdem, wo was leuchtet, kann man es ja auch irgendwo erkennen. Hier sieht man, glaube ich, dass auf jeder Etage Strom, Telefon und Fernsehanschluss vorhanden ist. Dazu kommen wir gleich. Ich glaube, das ist hier so ein Versorgungsschacht. Und da unten kommt Strom an. Pausieren kann man auch, hat er gerade gesagt. Und jetzt sollen wir quasi neu bauen. Bodeneinheiten hinzufügen und wir bauen das jetzt ein bisschen breiter. Gut gemacht, vergessen nicht den Baumodus mit Rechtsklick zu verlassen. Während die Kollegen an den neuen Fußböden arbeiten, schließen wir den Strom an. Okay, ein bisschen Strom. Achso, da muss Kabel zwischen. Ist das das schon? Ah ja, okay. Wiegt er so breit, wiegt er nicht so wie einfach diese gelbe Linie, aber ist ja okay. Und Rechtsklick sind die sehr eppig drauf, das zu drücken. Unsere Bauarbeiter werden nun den neuen Bodenbelag fertigstellen. Danach geht sofort weiter. Hammer. So, ein bisschen eine Gastrofläche soll da rein. Und dann geht man da wieder drauf und sagt, Restaurant mit Schlemmermeile, los geht's. Und jetzt aber wahrscheinlich weiter oben bauen, weil die Kamera hochgegangen ist. Hab dich erwischt. So, gebaut. Dann brauchen wir noch einen Fahrstuhl an der Stelle, damit die Mitarbeiter hochkommen. Und wahrscheinlich noch Versorgung, Stromleitung. Da haben wir die Versorgung am Start. Genau, da geht's hoch. Und wahrscheinlich müssen wir auch noch... Ne, warte, ich lass mal lieber. Genau, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade schon Energie anschließen. Viel Erfolg. What, das war's? Okay, cool. Komm, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Kann nur schief gehen. West Diversity Parkway 330 DB Sim Street 117. Ne, wie viele Abonnenten haben wir gerade? 27? Ich glaube schon, ne? 27, glaube ich. Einfach, Standard. Kann man auch riesig machen. Schmal, kurz, breit, extra groß. Wir lassen einfach mal. Wir spielen wahrscheinlich nicht so weit. Uneingeschränkt, ne, das machen wir nicht und wir starten einfach mal. Wahrscheinlich gehen wir jetzt wieder pleite, wie in dem anderen Spiel auch, was wir einfach beginnen und wir beginnen. Machbarkeitsnachweis, tägliches Mietziel 1000, Miete gestern 0. Sie können weitere Verträge annehmen. Achso, das ist quasi ein Vertrag, den wir jetzt gerade angenommen haben. Und das Ziel ist es, 1000 Mieteinnahmen zu haben. Cool. Haben 10.000 plus. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine, das was man immer macht, wenn man Geld hat, eine zweite Etage. Dann... ein bisschen Strom. Ja, wo ist denn der Verteiler gewesen? Ah, hier ist der Verteiler. Sehr gut. Dann eine Stromleitung in die Richtung. Stromleitung in die Richtung. Perfekt einfach. Dann gehen wir her und Büromieter. Ne, warte mal. Erstmal ein Fahrstuhl. Ziel nicht erreichbar. Ja, lass mich doch eben machen. Okay, Ziel ist erreichbar. Die Jungs können, glaube ich, schon mal anfangen zu bauen. Ihr Gebäudemitarbeiter kommen nicht an Ziel. Das muss mir auch nicht mehr sagen. Das war mir klar, weil da kein Fahrstuhl ist. So, jetzt gehen wir her und sagen,
Fahrstuhl ist am Start. Essen kommt hier unten rein, war das, ne? Eins. Zwei. Ah, warum passt das denn jetzt nicht genau? Hatte. Nee, du bitte weg. Kann ich dich nochmal wegmachen? Kurz Pause gemacht, Leertaste geht immer super gut. Aha, jetzt geht nämlich Folgendes. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir gehen jetzt erstmal in die Fressabteilung rein, machen hier zwei Fress... drei Fressabteilungen und machen dann den Fahrstuhl direkt daneben. So. Dann passt das auch wieder. Da können wir direkt sagen, ein potenzieller Mieter kommt rein und hier oben machen wir Bürogebäude. Ich meine, klar, in dem Gebäude wollen noch nicht so viele Leute rein. Was los? Kein Geld mehr oder was? Oder, ne, ich muss, glaube ich, warten, bis der Fahrstuhl fertig ist. Machen wir eben schneller. Bestes. Komm, einmal noch daneben, dann haben wir es doch, oder? Haben die gerade auch so lange gearbeitet? Glaub nicht, ne? Okay, Fahrstuhl ist fertig. Ach so, der Flur ist noch nicht ready. Das ist natürlich klar. Ah, sehr gut. Guckt's euch an. Erstes Büro. Zweites Büro. Man muss einmal raus und reingehen, damit sich's aktualisiert. Und drittes Büro. So, wir gehen rein und sagen, ein Versicherungsbüro wünscht sich gerne einen Kopierservice. Erwartet Kopierdienst und Kopier... Wir nehmen erstmal Versicherungsbüros. So, und dann erwarten die Kopierservice. Ich glaube, der war bei Dienste. Da, Kurierdienst, Büro, Service, nicht vor Ort, keine Nachfrage, Wasserflaschenservice. Keine Nachfrage. Wo war das denn? Also irgendwo gibt es halt diesen Kopierdienst. Kabel, Wasser, Gas, Abfalltüren, Mitarbeiter, Abfall. Ja, hätte ich mal gerade ein bisschen mehr gemacht. Lobby, das machen wir später. Kabel-TV. Oh, was ist das denn? Achso, Studios. Zum Einziehen, ne? Von ihren Büros angeforderte Dienstleistungen. Ah, Peter kann runterscrollen. Okay. Kopierservice, da haben wir doch. Ja, machen wir den mal nach. Ja, machen wir den mal nach hier. So, sieht doch gut aus. Donut Shops. Einen Stromanschluss benötigt einen Wasseranschluss. Mag Bereiche mit viel Verkehr. Das ist doch perfekt hier, oder? So, Wasseranschlüsse. Ah ja, stimmt. Wasseranschluss haben die auch nicht auf der Etage. Muss ich den jetzt auch da einmal hochlegen? Ach krass, das ist ein separater Strang. Cool. Okay, kein Problem. Wir machen die Versorgung weiter hier vorne hin. Wir haben ja ein bisschen Geld, ne? So ist es ja nicht. Und da der ja was benötigt, mehr oder weniger, können wir das da auch reinbauen. Da sind jetzt die ersten Büros. Wir bekommen jetzt, glaube ich, täglich Mieteinnahmen. 5 Einwohner haben wir, glaube ich, am Start. Da wird jetzt gerade der Kopierservice gebaut. Ist auch fertig für die Büros oben. Ich glaube, dann zahlen die auch mehr, ne? Wenn der Kopierservice da ist. Beziehungsweise wollen nachher auch mehr Leute in unser Gebäude. So, jetzt bauen wir das hier unten. Wie gesagt, das habe ich, glaube ich, mal auf einem Apple-System gespielt. Budget, Gesamtausgaben, keiner hat Miete bezahlt. Genau, da fehlt Wasser. Das wollten wir hier, da wollten wir uns jetzt drum kümmern, ne? Oh ne, warte mal, das ist nur die Versorgung. Aber uns fehlt ja noch ein Wasseranschluss, by the way. Also brauchen wir das hier unten. Oder warte mal, der passt perfekt hier rein. Oh, Hammer! Aber dann kann der hier weg, glaube ich. Wasser und Gas dann über Etagen hinweg verlegt. Weil hier hat ja auch keiner gefehlt. Dann kann der, glaube ich, raus, oder? Wir probieren mal ganz kurz. Tschüss. Und gucken mal, ob unser Wasseranschluss jetzt auf beiden Etagen verfügbar ist. Ah ja, geht. Das ist cool. Ja, komm, bis zum Ende.
Irgendwas hat einen Mieter verärgert. Ah, ja, ja, er hat kein Wasser. Ja, weiß ich doch. Ist er schon ausgezogen? Nein, noch nicht, oder? Er ist nur böse. Aber du hast doch jetzt, was du brauchst. Restaurant mit Schlemmermeile. Was war das für ein Knopf? Achso, die haben keine Mietinter... Achso, Werbung läuft. Ah, jetzt habe ich verstanden. Cafés brauchen wir einen Stern im Gebäude. Okay, noch ein paar Suppen am Start. Oben haben wir jetzt noch ein Büro. Können wir noch mehr Büros reinbauen? Wahrscheinlich, ne? Machen wir jetzt einfach mal. Mehr Büros, mehr Spaß auf jeden Fall. Wir verbreitern unser Gebäude um... Ah, so um zwei Büros oder so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das ist doch gut. Abfall, brauchen die das? Mögliche Platzierung, Erdgeschoss, Abfall, Sammelstelle. Ich glaube, wenn man Wohnungen auf der Ebene hat, dann braucht man das auf jeden Fall. So, wir haben noch 6.000, wir bekommen 5 Dollar am Tag. Das klingt gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. So, haben wir noch Gewerbeeinheiten hier? Genau, Peter, erstmal wieder alles anklicken. Richtig dumm so. Ah, hier. Ah, Platz für den Einzelhandel. Oh. Richtig großes Ding. Cool. Buchhaltung. Wir hätten... was wollen die denn haben? Telefonanschluss. Erwartet Kurierdienst, erwartet Kopierservice und benötigt einen Telefonanschluss. Ein bisschen Buch- oder Anwaltskanzleien, die wollen bestimmt noch mehr, ne? Nehmen wir erstmal Buchhaltung. Die kriegen eh immer so viel Geld, zumindest von mir. Getränke, Lebensmittel, Westshop. Ansehen, mindestens eins. Kleinstelektro. Kann man gar nichts einziehen, dass ich kein Ansehen habe. Drogerien, auch nicht. Blumenladen, nein. Wein. Okay, also kommt das nochmal ganz kurz raus. Kommt dann nochmal ein Essensgeschäft. Und noch eins kommen. Ich will nicht noch einen Donut-Shop. Lass mal offen. So, warte, was wollten die da oben? Telefonanschluss, ne? Das heißt, wir brauchen hier unten erstmal einen Telefonanschluss. So ein kleiner Kasten. Und oben wollten die halt auch einen Telefonanschluss. Boah, 13 kostet das. Heftig. Aber Telefonanschluss vorhanden. Oh, was fehlt denn jetzt? Ach, Strom. Strom, da haben wir ihn doch. Fast wie bei Cities, ey. Alles muss man selber legen. Statt man einfach nur Verteiler-Ding macht und gut ist. Nee, nee, muss ja alles selber legen. Es gibt ein Problem mit einem ihrer Fahrstühle. Daher Passagiere von betroffenen Etagen müssen deutlich länger als gewöhnlich auf den Aufzug warten. Und da niemand gerne wartet, wird dies mit Sicherheit für Unzufriedenheit sorgen. Also wenn sie ein Wartungsbüro haben, können sie jemanden schicken, der das Problem schnellstmöglich behebt. Ach so, krass, wir haben gar kein Wartungsbüro. Ja, GG, los geht's. Weiß ich doch nicht, dass man das auch bauen kann. So, Achtung, wie viel Geld haben wir? Gönn dir. Sieht aber gut aus, glaube ich. Alles gut. Einnahmen, 435. Wir gehen da oben. Jetzt ist gerade eh dunkel, ne? Also ist gerade eh Feierabend. So, Wartungsbüro ist bestimmt hier. Auch nicht, da? Da bestimmt. Services, Dienste einrichten. Kümmern Sie um Bedürfnisse Ihrer Apartmentmieter. Klempner. Warte, was war das? Ein Wartungsdienst? Aber der ist doch bestimmt irgendwo bei Standardgebäudesachen, oder nicht? Hier hätte ich jetzt gesagt. Nee, da. Mitarbeiter, Wartungsbüro, perfekt, da ist es. Genau, das hat auch Prio. Hämmer das mal ordentlich fertig. Kann der Typ da oben hin und gut ist. Da sind die Mitarbeiter. Los, auf zum Fahrstuhl, bevor der neue Tag anfängt. Ah ja, repariert direkt. Cool. Oder man kann natürlich auch kombinieren wahrscheinlich Treppen und Fahrstühle, je nachdem wie groß das Haus auch wird. Ich glaube, man kann es echt verdammt groß bauen.
Also richtig groß, glaube ich. Und wir machen Minus am Tag, das ist nicht so gut. Ja, da fehlt jetzt genau einer auch mal. So, Wartungsbüro am Start. Was brauchen die denn noch? Kurierservice, glaube ich, ne? Versorgungsdienste, da haben wir sie. Also, jetzt, man kann hier echt viel bauen, ey. Auf den Kurierdienst im Keller. Stromanschluss, Kurierdienst. Ist dann auf jeden Fall da. Das heißt, ein Anwalt hier rein. Strom durchführen. Wollte gerade sagen, ich ziehe jetzt einfach hier durch, aber wir lassen es erstmal. Wasser brauchen die jetzt nicht, aber Telefon brauchen die. Guck mal, Kabel-TV, Wasser, Gas. Klimalager gibt es ja auch noch. Haben wir auch noch nicht am Start. Also man kann hier auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr, sehr großes Gebäude bauen. Und momentan, ich weiß nicht, ob das gut ist, was ich hier mache, aber zumindest haben wir gleich ein paar mehr Mieter. Zu wenig Strom. Zu wenig Transformatoren fürs Gebäude. Okay. Und ich dachte, ich komme gleich in den Plusbereich rein. Zu früh gedacht. Strom, da haben wir es doch. Ach, guck mal, direkt am Start. Sobald man das baut, ist es quasi aktiv. Super cool. So, ich überlege gerade, ob ich in der vierten Etage Mieter reinballer und jetzt hier nochmal ein paar Büros. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal noch ein paar Büros. Kostet aber alles Kohle hier gerade, ne? Oh, da muss ja gar nicht alles übereinander sein. Kann ja auch irgendwo eine Ecke sein, ne? Das ist ja egal. Ist ja übergreifend. Deswegen, warte, ganz kurz den nochmal wegtun. Büros am Start. 1, 2, 3, 5. Oh, was ist das denn? Kein Geld? Ah, ne, das ist noch nicht fertig gebaut. Erstmal Panik schieben. Oh ne, warte. Da soll kein Büro hin. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas sucht? Also ist meistens so. Ihr sucht irgendwas auf irgendeiner Seite und ihr findet es nicht direkt und dann klickt man einfach irgendwo hin, wo man so denkt, so, hä, warum habe ich das denn jetzt gemacht? So, da noch das Ding hin, dann kommt das Büro dahin. Großraumbüros kann man auch noch machen. Mittelgroße Büros. Okay, cool. Kreative Büros. Benötigt mindestens einen Stern. Wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern. Erwartet Wasserflaschenservice. Cool. Aber erwartet nur. Telefon und Strom ist wichtig. Kreative Büros, was heißt das? Sind da YouTuber drin oder was? Boah, eine ganze Etage mit kreative Büros. Hammer! Wie groß ist denn der Wasserflaschenservice? Benötigt Stromanschluss? Frisches Wasser für Büromenschen. Kann man das auf derselben Etage machen? Bestimmt, oder? 300. Haben keinen Telefonanschluss. Bin sofort auf dem Weg. Oh mein Gott, wir haben nur noch 360. Boah, ich hoffe, da ziehen jetzt ordentlich welche ein. Oh. Man kann ja nichts holen, wenn man kein Geld mehr hat. Was ist das denn? Oh, oh, die haben auch keinen Strom, sagte. Kann ich was verkaufen? Bitte, bitte. Hier, das. Aber es hat kein Geld gebracht. Spät haben wir denn? Wir haben 8 Uhr. Gibt es jetzt Bonus? Bitte, bitte, komm. Rette mich. Ja, geil. Der Wasserflaschenservice steht bereit. Na, anscheinend haben wir gerade einen neuen Tag, ne? Das ist nicht so cool. Mieter ist raus. Ach, ärgerlich.
Wäre ich aber auch, wenn ich keinen Strom hätte. Ey, das kann es jetzt nicht sein, oder? Nur weil ich da jetzt mich verkalkuliert habe in dem Moment. Ich bräuchte nur, keine Ahnung, 30, um eine 10, um ein Gebäude anzuschließen. Komm, kann ich mir ein bisschen leihen, so? Kann ich auch nicht, warum nicht? Kommt schon, 15 Uhr? Ah, ich glaube, die halten nicht durch. Ich glaube, wir sind gleich draußen. Ja, da ist der nächste draußen. Ärgerlich, sage ich da mal, ne? 660 am Tag, immer noch Minus. Ah, jetzt wäre alles top. 18 Uhr haben wir gerade unten. Dekorative Elemente hinzufügen. Oh. Das ist ja hübsch. Bekomme ich jetzt Geld? Oh, ich kann einen Kredit beantragen. Rate annehmen. Oh, machen wir das doch schnell, oder? Alter. Bisschen spät erkannt, aber ist okay, glaube ich. Oh, null kreative Büros. Das ist jetzt super ärgerlich. So, und was hatten wir noch? Telefon, ne? Jetzt sind die nur noch sauer auf mich. Ja, gut. Aber nur kurz, hoffentlich. So, ich hoffe, der Rest geht jetzt. Ja, da ist der Auftrag abgeschlossen. Sie haben einen Kredit, aber supergeil. Oh, gab jetzt einen Bonus. Gesamteinnahme, Junge. Oh, das ist doch cool. Wenn wir jetzt im Plusbereich sind, dann ist doch alles Taco. Kreative Büros suchen wir jetzt mal. Ich hätte gerne auf der Etage halt ein paar kreative Büros, weil die halt Wasserflaschen wollen. Und der Rest ist halt auch hier einfach. Und dann geht's ab, hoffentlich. Aha, guck mal, Kaffee einziehen lassen. Kaffee Prag. Und Kaffee Ferrara. Ich meine, hat man ja sowieso überlegt, wenn man irgendwo langläuft, wo es gut läuft, ist ein Kaffee nach dem anderen da. Also keine Ahnung, Eiskaffee, normales Kaffee. Schon echt Wahnsinn stellenweise, wo man denkt so, ach cool, was, schon wieder eins, so nach dem Motto. Wer vielleicht kennt, Stele. Stele innen hat, keine Ahnung, die hatten zum Teil, der ganze Platz, der ganze Marktplatz hat nur aus Stühlen bestanden. Von allen Cafés drumherum, super heftig einfach. So. 170. 175. Komm, wenn wir jetzt nicht mega im Plus sind gleich, ne? Ich glaube, den einen Tag warten wir nochmal ganz kurz ab. Oh, die sehen alle gleich aus. Okay. Baukosten. Komm, wir gucken mal, was das bringt. Überlegen Sie, was Sie ausstatten möchten. Sobald Sie fertig sind, ziehen Ihr Mieter ein. Okay. Wasseranschluss. Bevorzugt höhere Etagen. Wasser und Strom. Und ich glaube, ein Abfall. Erwartet Abfallbehälter auf derselben Etage. Okay. Warte, können wir mal eben nochmal einrichten. Wir warten ja eh noch den Tag ab. Sind wahrscheinlich Level im Minus. Zack. Wasser und Strom. Ah, warte mal. 1, 2, 3. Ah, Mist, hätte ich versetzt. Egal, lassen wir jetzt so. Das ist ja eh kein Ding für Dauer, ne? Wenn man, also meistens ist das so, ich spiele meistens ein Spiel und irgendwann checke ich das dann. Also dauert immer voll lange. Und dann fange ich meistens mal neu an. Manchmal fange ich auch voll oft ein Spiel nur an, weil ich dachte, ich habe es gecheckt und habe es dann immer noch nicht gecheckt. Und so läuft es dann immer die ganze Zeit. So, wir brauchen Stromversorgungsgedöns. Nein, hier. Ja, für Wohnungen. Abfalleimer bitte. Oder ist das gar nicht hier? Reinigungsdienst, Handwerkerdienstleistungen. Wo war denn nochmal der Müll? Verkaufsautomaten, Schuhputzstation.
Budget. Ne, das ist doch Aktenvernichter. Oh, das ist immer blöd, wenn man nicht genau weiß, wo die Sachen sind, ne? Das ist, wenn man quasi oder vorbeiguckt wahrscheinlich. Ich guck einfach vorbei. Ich guck dran vorbei. Abfall, perfekt. Manche Mieter verlangen nach Abfallbehälter auf ihrer Etage. Abfallbehälter werden im Müllsammelraum im Keller entleert. Dann kommen Müllsammelbehälter im Keller. Und Abfallbehälter auf der Etage. Und dann kann man noch einen machen, noch ein Apartment an der Stelle. Oh doch, passt ja genau da rein. Krass. Ja, dann sollen die Mieter mal einziehen, was? Los geht's. Oh, warte, die wollen zu viel haben. Das ist okay. Das Luxusding braucht noch einen Gasanschluss und hasst laute Bereiche. Also man muss dann schon auf viele Sachen achten. So, jetzt gucken wir mal. Endlich haben wir Mieter, die hier einziehen. Oh, cool. Warum ist da so eine Uhr? Achso, zieht gerade ein oder was? Zu wenig Strom am Start, das heißt, wir brauchen einen neuen Transformator. Das könnte sich fast ein großer lohnen. Davon kostet einer 250 am Tag. Macht 10 Elektrizität. Wenn wir jetzt mal einen großen rechnen, der kostet 2000 am Tag. Okay. Wir nehmen den kleinen erstmal. Oh! Mann! Warum denn immer zu wenig Geld? Ich will nicht schon wieder, dass die ausziehen. Okay, warte, jetzt ist eh Feierabend, glaube ich. Wir haben 19 Uhr. Die Büros können ja jetzt theoretisch nicht leer gehen, oder? Alter, nicht sein Ernst. Da zieht er in der Nacht aus, oder was? Okay, jetzt haben die anderen zumindest wieder mehr Strom. Jetzt, gib mir Geld. Ah, oh, wunderhübsch. Okay, 700, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und jetzt kann man, glaube ich, nach und nach das Haus ein bisschen upgraden. Also wir haben, glaube ich, ich muss halt immer nur ein bisschen Geld zurückhalten, damit solche Sachen ausgeglichen werden. Ne? Sonst ist das echt super blöd, weil wir haben jetzt gesehen, was passiert. So, dann könnte man jetzt hier nochmal ganz kurz ein Essensgerät reinbauen. Mach da noch einen Kaffee rein, warum auch nicht. So, und der Rest, der läuft jetzt. Das können wir einfach laufen lassen und damit kann man bestimmt auch Sachen holen, oder? Investieren Sie Tamtam in Medienkampagnen. Perfekt. Und da kann man, glaube ich, auch noch was kaufen. Damit kann man noch Freischaltung machen. Super krass einfach. Und Aufträge kann man ja auch noch machen, ne? Wir brauchen mehr Menschen. 50. Das ist eigentlich gut, oder? Wachsendes Einkommen. Und dann läuft's auf jeden Fall. Okay, ich würde mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Sagt einfach mal, wie ihr das Spiel findet. Und wenn euch das gefallen hat, Daumen nach oben. Und ich glaube, hier kann man echt hochbauen. Ey, nicht sein Ernst, oder? Als ob. Okay. Haut da rein. Tschüss.